Prinzessin Kate hat bekannt gegeben, dass ihre präventive Chemotherapie abgeschlossen ist. In einem emotionalen Video, das sie zusammen mit ihrer Familie zeigt, spricht die Prinzessin von Wales über die letzten 9 Monate, die sie als unglaublich hart beschreibt. Im Video sind auch ihr Ehemann, Prinz William, und ihre Kinder George, Charlotte und Louis zu sehen. Die Familie verbringt Zeit in der Natur, am Strand und beim Spielen mit Kates Eltern. Prinzessin Kate betont, dass sie weiterhin jeden Tag so nehmen wird, wie er kommt, und dass der Weg zur vollständigen Genesung noch lang sei. Sie bestätigt auch, dass sie zu öffentlichen Auftritten zurückkehren wird, sobald sie dazu in der Lage sei. In ihrer Ansprache erklärt Kate: "Als der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen nicht sagen, wie erleichtert ich bin, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben." Sie beschreibt die letzten Monate als eine Zeit, in der das Leben sich in einem Augenblick ändern kann und sie und ihre Familie einen Weg finden mussten, durch stürmische Gewässer und unbekannte Straßen zu navigieren. Der Krebsweg ist komplex, beängstigend und unvorhersehbar für alle, besonders für die, die einem am nächsten stehen. Sie spricht auch über die Demut, die diese Erfahrung mit sich gebracht hat, und die neue Perspektive, die sie gewonnen hat. Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und dankbar zu sein. Einfach zu lieben und geliebt zu werden. Abschließend bedankt sich Kate für die Unterstützung, die sie und ihre Familie erhalten haben. William und ich sind so dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, und haben große Kraft aus all denen gezogen, die uns in dieser Zeit helfen. Jeder hat uns mit Freundlichkeit, Empathie und Mitgefühl begegnet, was wirklich demütigend war. Kate richtet auch Worte an andere, die ihren eigenen Krebsweg fortsetzen. Für alle, die ihre eigene Krebsreise fortsetzen: "Ich bleibe bei Ihnen Seite an Seite, Hand in Hand. Aus der Dunkelheit kann Licht kommen, also lassen Sie dieses Licht hell erstrahlen."